raus. Ich war richtig so, so wie man dann halt lacht unter der Maske, so. Und so eine Frau hat mich angeguckt und war so, was ist jetzt mit der? Und ich habe dann sofort, ne, rechtfertigungsmäßig gesagt, sorry, ich höre was, das ist so witzig. Und sie so, alles klar. Hallo, schön, dass du wieder mit dabei bist zu einem neuen Video von mir. Diesmal zu meinem Hör- und Serien- bzw. Filmmonat April. Ich zeige dir alles, was ich gehört habe und was ich mir angeschaut habe. Und ich würde sagen, wir legen direkt los zu dem Video und ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zusehen. Fangen wir doch einfach mal an mit den Hörbüchern, die ich mir im April angehört habe. Das waren, um genau zu sein, 3 Hörbücher und 2 Hörspiele, die aber auf Büchern basieren. Und das erste Hörbuch, was ich gehört habe im April, ist tatsächlich Quälender Hass von Linda Castillo. Das ist der, lass mich gucken, 11. Fall von Kate Burkholder. Und ich habe ja schon in ganz, ganz vielen Videos über Kate und über diese ganze Reihe gesprochen. Das sind Kriminalfälle, beziehungsweise Mordfälle zum Teil auch, oder Verbrechen, die bei den Amischen passieren. Und Kate war früher selbst bei den Amischen und ist dann aber ausgetreten quasi und ist Polizeichefin geworden. Und in jedem Fall passiert, wie man es sich vorstellen kann, was anderes. Rein theoretisch kann man auch die Bücher unabhängig voneinander lesen, aber natürlich sieht man, wenn man bei Teil 1 anfängt und dann eben in der Reihenfolge liest, die Entwicklung von Kate Burkholder. Und natürlich wird man vielleicht an der einen oder anderen Stelle dann auch gespoilert. Also wenn man jetzt mit dem 11. Teil anfängt, dann weiß man etwas über Kate und ihr Privatleben, was man vielleicht im 2. Teil noch nicht weiß. Deswegen würde ich immer empfehlen, schon mit dem 1. anzufangen. Ich weiß, dass es immer recht abschreckend ist, wenn man hört, dass eine Reihe schon 11 oder 12 oder 13 oder mehr Teile hat. Aber hier, finde ich, lohnt es sich wirklich. Auch wenn ich 2 Geschichten lang mal dachte, vielleicht ist es nicht mehr so deins, es hat sich gelohnt, dran zu bleiben. Und ich erzähle dir jetzt mal ein bisschen was zu dem Buch, beziehungsweise zum Hörbuch. Deswegen blende ich dir hier jetzt auch das Hörbuchcover ein. Sieht genauso aus. Es geht nämlich darum, dass mal wieder etwas sehr, sehr Schreckliches in Painter's Mill passiert. Eine alte Dame wird ermordet aufgefunden, eine Amische, und ein 7-jähriges Mädchen, was in der Obhut dieser Frau war, ist verschwunden, ist entführt worden. Und Kate versucht natürlich Himmel und Hölle in Bewegung zu setzen, um dieses Mädchen zu finden. Und dabei kommt sie ziemlich vielen Geheimnissen und vor allem aber auch Unstimmigkeiten, was dieses junge Mädchen angeht, auf die Schliche. Und deckt dann ein Geheimnis auf, was wohlbehütet in dieser ganzen Gemeinschaft quasi war. Das wussten auch nur sehr wenige Menschen. Ich sag dir natürlich nicht, was es ist, aber ich sag dir, dass es ein wirklich sehr, sehr spannender Fall ist. Ein sehr brutaler Fall auch. Und ich finde, einer der besten Fälle von Kate Burkholder. Mir hat es wirklich, also das Blut in den Adern gefrieren lassen teilweise. Und ich war sehr gespannt, ob ich damit klarkommen würde, das als Hörbuch zu hören, denn vorher habe ich alle Bücher immer gelesen. Und ich muss sagen, dass mir das sehr, sehr gut gelungen ist. Das Hörbuch wird von Tanja Geke gesprochen und ist gekürzt. Ich weiß nun natürlich nicht, was gekürzt wurde, deswegen kann ich dir auch nicht sagen, ob ich das gut finde oder schlecht finde. Ich habe alle Infos bekommen, die ich für diese Geschichte brauchte, um sie zu verstehen. Deswegen bin ich damit absolut zufrieden und werde auch den nächsten Teil als Hörbuch auf jeden Fall hören. Und ich hatte ja immer so ein bisschen Angst bei Thrillern oder auch bei Krimis generell, dass ich da nicht so richtig aufpassen kann oder dass ich irgendein Detail verpasse, wenn ich mal für 3 Sekunden an was anderes denke. Aber ich muss sagen, es war so gut gemacht, dass ich wirklich an dieser Geschichte geklebt habe. Deswegen ja, glaube ich, dass ich jetzt zumindest so einen halben Fuß in der Tür habe in die ganzen Thriller-Hörbücher und damit bin ich sehr happy. Das zweite Hörbuch, was ich im April gehört habe, habe ich zusammen mit meiner Freundin angefangen in Amsterdam Anfang April. Wir hatten da teilweise nicht so das geilste Wetter und den einen Nachmittag waren wir beide so, oh, uns tun die Füße weh, wir sind jetzt schon einmal komplett nass geworden. Lass es uns mal hier richtig schön gemütlich machen. Wir haben auf einem Hausboot gewohnt, zumindest in einem Teil davon, und haben dann gesagt, okay, komm, lass uns irgendein richtig schönes Hörbuch anhören. Und wir sind dann zusammen bei BookBeat die ganzen Kategorien durchgegangen, weil wir erstmal gucken mussten, natürlich, was wollen wir denn hören. Und uns war klar, wir wollen was hören, was am Meer spielt bestenfalls, ja, weil wir zusammen auch nochmal ins Meer fahren. Und was so schön fürs Herz ist. Und wir sind dann bei Bratapfel am Meer von Anne Barnes gelandet. Und ich habe dir hier jetzt mal schon gezeigt, was für Kategorien es eigentlich bei BookBeat gibt. Und wenn du schon länger dabei bist, weißt du ja, dass ich meine Hörbücher immer über BookBeat höre. Und ich lieb's einfach. Und auch hier war es wirklich, sag ich mal, ein Klacks, ein Hörbuch zu finden, auf das wir beide dann Bock hatten. Und wo wir gesagt haben, okay, darauf lassen wir uns ein und wir wurden auch beide nicht enttäuscht. Wir haben es nicht geschafft, das Hörbuch komplett zusammen zu hören, aber ich habe es dann halt einfach alleine weitergehört und sie dann eben auch.
Und ich kann dir nur immer und immer wieder ans Herz legen, wenn du das mal ausprobieren möchtest, mit dem Code EXPECTOBOOKTRONUM für 8 Wochen mal kostenlos BookBeat zu testen. Ich packe dir alle Infos, die du brauchst, in die Infobox und dann kannst du dir das einfach mal anschauen. Ich kann dir nur sagen, mein Alltag ist so bereichert worden durch Hörbücher und das hätte ich vor, sagen wir mal, 3 Jahren niemals für möglich gehalten, weil ich gar kein Hörbuchmensch war. Aber es hilft mir extrem, auch meinen Sub abzubauen und aber eben auch Geschichten mir anzuhören, die ich sonst vielleicht niemals gehört oder gelesen hätte. Denn Bratapfel am Meer hätte ich mir jetzt erstmal nicht zugelegt. Und das war doch eine Geschichte, die mich sehr, sehr berührt hat. Es geht um Caro. Caro arbeitet auf einer Intensivstation und ihre Patientin Elfriede liegt im Sterben und sagt ihr, dass sie bitte nach Jüst reisen soll, weil sie da für Caro dort für Elfriede etwas tun soll. Sie sagt nämlich, dass Caro die Kette, die sie ihr gibt, wieder zurück nach Jüst zu ihrer wahren Liebe bringen soll. Und Caro denkt dann so, okay, das ist so ihr letzter Wille, aber ich weiß gar nicht, wer ist denn ihre wahre Liebe? Was soll ich da überhaupt? Ich war da noch nie. Und bricht dann aber ihre Zelte dort ab, wo sie wohnt und fährt nach Jüst. Die ganze Geschichte spielt zum Jahreswechsel. Du kannst dir also vorstellen, dass das Wetter auf Jüst jetzt auch nicht gerade super gemütlich ist, sondern dass rauer Wind da ist, hohe Wellen, es ist eisig kalt, es gibt auch Schnee. Und Caro muss sich dort zusammen mit ihrem Hund erstmal ein bisschen zurechtfinden. Sie kennt dort ja auch niemanden, sie war dort noch nie. Und dort ist es aber so, dass sie relativ schnell die Leute kennenlernt. Sehr, sehr warm aufgenommen wird, sehr willkommen geheißen wird und sich dann eben daran macht, Elfriedes Geheimnis aufzudecken und auch ein Stück weit sich selbst zu finden und sich selbst, ein gutes Gefühl zu geben und für sich zu sortieren, was ihr eigentlich wichtig ist im Leben. Das ist eine Geschichte, die wirklich sehr, sehr, sehr gemütlich war, gleichzeitig aber auch ein paar Geheimnisse und Wendungen, mit denen man nicht unbedingt gerechnet hätte, bereitgestellt hat. Es ist einfach eine Wohlfühlgeschichte. Ich kann es nicht anders sagen. Wir haben, also meine Freundin und ich, als wir angefangen haben, das zu hören, haben wir schön uns so eine Bluetooth-Box angemacht, saßen da mit Tee und Kerze und waren so, oh, voll cool. Und dann hat meine Freundin am Anfang total viele Parallelen zu Caro festgestellt. Es war einfach richtig schön. Also es ist eine ganz, ganz niedliche Geschichte. Die kann man natürlich auch bei gutem Wetter hören, ist ja klar, ne? Aber wir haben sie halt bei ziemlich kaltem Wetter gehört und es hat dann ganz gut gepasst. Kommen wir jetzt zu dem Hörbuch, wo ich weiß, dass schon ganz viele darauf warten, was ich darüber sagen werde, nämlich Crush von Tracy Wolff. Bevor die Frage überhaupt gestellt wird, kann ich gleich mal sagen, dass ich genau wie ich es auch bei Crave gemacht habe, wieder ein Zusammenfassungsvideo machen werde. Ich habe mir Notizen gemacht beim Hören, ich habe angefangen das Buch zu lesen und habe relativ bald für mich gemerkt, gefällt mir nicht, gefällt mir einfach irgendwie nicht, aber ich wollte trotzdem natürlich wissen, wie geht's weiter und bin dann aufs Hörbuch umgestiegen, was total gut war, weil ich das echt gut in meinen kompletten Alltag integrieren konnte. Ich habe dabei geputzt, ich habe aufgeräumt, ich habe gekocht, ich war einkaufen, ich bin damit zu Freunden gefahren, also mit Kopfhörern natürlich immer auf und es war echt gut, weil ich dadurch diese Geschichte mehr auf mich habe zukommen lassen, als ich es beim Lesen gemacht hätte. Beim Lesen habe ich wirklich anfangs oft die Augen verdreht. Und das, obwohl ich Crave ja extrem geliebt habe. Ich habe es richtig, richtig gerne gelesen. Natürlich ist da super viel toxisches und unlogisches und nerviges Verhalten mit dabei, auch bei Crave. Ich habe es trotzdem genossen, es zu lesen. Aber ich muss sagen, über bestimmte Dinge konnte ich bei Crush dann doch nicht mehr hinwegsehen. Da es sich um den zweiten Teil einer Reihe handelt, werde ich natürlich auf die Geschichte nicht so extrem eingehen können, einfach weil ich sonst massiv spoilern werde. Aber ich kann natürlich, wenn es gewünscht ist, einen Booktalk dazu machen, mit einem spoilerfreien Teil und mit einem Spoilerteil. Sagen wir es so, die Geschichte, um die es grundsätzlich geht, ist, dass Grace, ein 17-jähriges Mädchen, ihre Eltern verliert. Die sterben beim Autounfall und sie kommt nach Alaska zu ihrem Onkel auf die Cadmere Academy. Und sie merkt relativ schnell, dass an dieser Cadmere Academy nicht unbedingt alles mit rechten Dingen zugeht. Bis sie aber dahinter kommt, was an dieser Cadmere Academy eigentlich vor sich geht, dauert es das ganze erste Buch über. Also sie ist da ein bisschen langsam. Man selbst als Leser oder Leserin ist da ein bisschen schneller dabei und kann sich denken, wohin die Reise geht. Der erste Teil endet mit einem ziemlich fiesen Cliffhanger. Ich glaube, so viel kann ich sagen, ohne jetzt zu viel vorwegzunehmen. Und der zweite Teil schließt wirklich fast nahtlos daran an. Und natürlich spielt Grace wieder eine Rolle, natürlich spielt Jackson auch wieder eine Rolle. Das ist ein
Typ, der im ersten Teil auch eine sehr große Rolle spielt. Und auch die Cousine von Grace, Macy, spielt natürlich eine Rolle und auch die ganzen Charaktere, die man aus Teil 1 eben kennt. Und die Geschichte nimmt so ihren Lauf. Grace erkennt, wer sie eigentlich wirklich ist. Und was soll ich sagen, es ist, wie es ganz oft in solchen... es ist nicht mal eine Trilogie, die es werden soll. Ich glaube, es sollen 5 Bücher werden oder es sind sogar schon 5 Bücher, keine Ahnung. Es ist so ein typischer Teil, wo die Hauptfigur erstmal herausfindet, was sie eigentlich alles so kann. Wer sie ist, wie toll sie ist. Das Selbstbewusstsein steigt bis zur Decke. Die anderen Charaktere entwickeln sich natürlich auch weiter und ich war einfach sehr genervt, vor allem dann auch ganz zum Ende hin. Deswegen weiß ich auch noch nicht, ob ich diese Reihe überhaupt weiterlesen werde. Ich werde jetzt natürlich, wie gesagt, eine Zusammenfassung zu Crush machen, damit alle, die Teil 3 lesen wollen, sich die Zusammenfassung vom zweiten Teil nochmal angucken können. Aber alles in allem bin ich so genervt davon gewesen. Und das finde ich sehr schade, weil, wie gesagt, Crave hat mir sehr viele tolle Lesestunden beschert. Und Crush hat, was soll ich sagen, dafür gesorgt, dass ich echt dauernd dachte, so, jetzt nicht euer Ernst. Ist doch jetzt nicht euer Ernst. Aber gut, dazu würde ich halt wirklich vielleicht ein extra Video machen, weil du merkst, ich eier hier rum. Ich kann überhaupt nichts zur Story sagen, weil sonst spoiler ich jemanden, dann kriege ich Ärger und das wollen wir alle nicht. Ich habe mir außerdem noch 2 Hörspiele von den 3 Ausrufezeichen angehört. Ja, du hast richtig gehört, die 3 Ausrufezeichen und nicht die 3 Fragezeichen. Und die 3 Ausrufezeichen sind 3 Mädels, die sich zu einem Detektivclub zusammengetan haben, weil sie genau so sein wollten wie die 3 die 3 Fragezeichen. Mein Gott, jetzt komme ich mit den Satzzeichen hier durcheinander. Jedenfalls wird direkt am Anfang, wenn diese ganze Reihe um die 3 Ausrufezeichen beginnt, auch auf die 3 Fragezeichen verwiesen. Und deswegen hat mich das ehrlicherweise nie gestört. Ich weiß, dass ganz viele immer so sind, jetzt gibt's hier die 3 Ausrufezeichen, nur damit es auch irgendwelche Mädels gibt. Aber ich liebe diese Geschichten, okay? Ich liebe die 3 Ausrufezeichen. Ich habe das damals, als es quasi losging mit der Reihe, habe ich das durch meine Mutter mitbekommen. Die hat damals noch in der Bibliothek gearbeitet und hat mir die ersten 3 Bände mitgebracht. Und seitdem war es um mich geschehen. Ich hatte dann auch, ich glaube, die ersten 40 oder 50 Bücher, glaube ich, waren es. Und habe die dann irgendwann verkauft, weil ich dann auf die Hörspiele umgestiegen bin, weil mir das reicht. Oder eben auf E-Book, je nachdem. Und es ist so, dass es jetzt schon fast 100 Teile gibt inzwischen. Ich bin jetzt aber dadurch, dass die Hörspiele verständlicherweise ein bisschen hinterherhinken bei Teil, ich glaube, 76 oder was. Muss ich nochmal nachgucken, Moment. Ich korrigiere, bei Folge 78 sind sie jetzt inzwischen bei Das Bienengeheimnis. Und die Folge habe ich mir angehört, wo es darum geht, dass ein ganzer Bienenstock quasi geklaut wird und sie rausfinden wollen, was es damit eigentlich auf sich hat. Und dann habe ich noch gehört Falscher Ruhm, das ist die Folge davor, wo es um eine Influencerin geht, die, ihr wird ziemlich übel mitgespielt und sie ist aber so, dass sie auf ihren Plattformen immer zeigt, hey, du musst mutig sein, egal ob irgendein Hater kommt, egal ob dir irgendwas angetan wird. Und die 3 Ausrufezeichen wollen da so ein bisschen ermitteln, wer ein böses Spiel mit ihr spielt. Und ob das Ganze dann aufgeklärt werden kann oder nicht, erfährst du eben in der Geschichte. Und die 3 Ausrufezeichen sind Kim, Franzi und Marie. Die sind total unterschiedlich eigentlich von der ganzen, also von dem ganzen Charakter her, aber harmonieren doch sehr wunderbar, wenn es darum geht, Fälle aufzuklären. Und ich höre es total gerne. Ich höre es so gern, wirklich. Und diese Hörspiele sind eben auch alle auf BookBeat zu finden. Und ja, da bin ich wieder so ein bisschen zu einer 14-Jährigen geworden und wollte dann unbedingt auch so eine Detektivbande haben. Kann man jetzt nicht so einfach mehr machen, aber ich freue mich natürlich für die 3, dass sie es machen. Kommen wir jetzt zu einer riesengroßen Podcast-Empfehlung, die ich für dich habe. Erstmal danke an alle, die mir immer Tipps gegeben haben. Ich habe in einiges reingehört und ich habe wie immer, dazu werde ich aber jetzt gar nicht so viel sagen, den Bibi Blocksberg-Podcast gehört, zumindest die Folgen, die ich noch offen hatte. Und natürlich auch meinen geliebten Podcast Trotzdem geil von Julina und Florian Mennen. Aber ich habe für mich einen Podcast entdeckt, den ich im April so dermaßen durchgesuchtet habe, dass es schon nicht mehr normal ist. Und zwar den Podcast Zum Scheitern verurteilt von Laura Larsson und Simon Dömer. Der wurde mir auch empfohlen, ich glaube tatsächlich nur einmal. Und dann dachte ich so, okay, Laura Larsson kennt man ja irgendwie zumindest vom Namen her. Ich weiß, dass meine beste Freundin Laura Larsson auch richtig witzig findet. Hörst du mal rein, habe ich mir gedacht. Ich wusste nicht, dass ich dann süchtig werde nach den beiden und mich am liebsten in diese Freundschaft mit reindrängen wollen würde, weil ich sie so unfassbar witzig finde. Und ich weiß, dass ganz viele sind, nee, also mit Podcasts kann ich überhaupt nichts anfangen.
War ich auch immer, weil ich dachte, warum soll ich denn jetzt eine Stunde irgendwelchen fremden Leuten dabei zuhören, wie die bei irgendeinem Bullshit reden. Aber soll ich dir mal was sagen? In diesem Podcast zum Scheitern verurteilt geht es darum, dass die beiden sich selbst so ein bisschen aufs Korn nehmen und sowohl in ihrer Vergangenheit als auch in ihrer Gegenwart so nach Storys suchen, wo man mal so ein Projekt angegangen ist und es war eigentlich schon zum Scheitern verurteilt, ja? Sowas wie, oh, eigentlich müsste ich mal mehr Sport machen, aber eigentlich gucke ich auch lieber Netflix. Und die beiden haben eine so witzige Dynamik miteinander, wenn die sich unterhalten, dass ich wirklich teilweise, ich habe geschrien vor Lachen. Und das auch draußen. Ich habe einmal am Bus gestanden und gewartet, also an der Bushaltestelle, und hab den Podcast gehört. Ich hatte schon meine Maske auf, weil ich wusste, der kommt gleich. Und das ist ja dann immer hier mit, hast du die Ohren mit der Maske, dann hast du noch die Kopfhörer auf, dann hatte ich noch eine Sonnenbrille. Ich hab das lieber schon mal vorbereitet und hatte alles schon dran. Sonnenbrille, Maske und die fetten Kopfhörer. Und ich habe so in meine Maske gelacht, so richtig so. Und dann kam es so richtig laut raus. Ich war richtig so, so wie man dann halt lacht, unter der Maske so. Und so eine Frau hat mich angeguckt und war so, was ist jetzt mit der? Und ich habe dann sofort, ne, rechtfertigungsmäßig gesagt, sorry, ich höre was, das ist so witzig. Und sie so, alles klar. Weil die beiden, ich kann es nicht mal beschreiben, hör dir einfach mal eine Folge an. Ich kann dir sagen, ich habe jetzt fast alle Folgen, die es inzwischen gibt, gehört. Eine Folge geht so ein bisschen mehr als eine Stunde und es sind schon einige Folgen, die es gibt. Also ich habe eigentlich meinen kompletten April damit verbracht, wann immer ich Zeit hatte, Podcast-Folgen von denen zu hören. Und ich heule da vor Lachen. Ich finde es einfach nur richtig witzig. Was sie zum Beispiel auch machen, ist, dass sie Einsendungen mit aufgreifen, wenn jemand sagt, ich habe folgendes Problem, was würdest du mir denn raten, beziehungsweise was würdet ihr mir raten, wie ich damit umgehen soll. Und sie nennen das immer so quasi einen Ratschlag von Leuten, die selbst keine Ahnung haben. Und ich finde es so geil, weil das beschreibt, finde ich, ja auch so den Alltag, den viele haben, ne? Also wenn du mit deinen Freunden zum Beispiel unterwegs bist und der eine hat ein Problem und dann will man unbedingt einen Ratschlag geben, obwohl man eigentlich selber überhaupt nicht weiß, was das Beste wäre und versucht dann aber das Beste rauszuholen, ja? Und wenn man aber selber in der Situation wäre, dann wüsste man auch nicht, wie man damit umgehen soll. Und es ist einfach so witzig, weil ich persönlich konnte mich in einigen Situationen wirklich extrem damit identifizieren, was die beiden erzählt haben. Und vor allem fand ich auch diese Vorstellung sehr witzig, mir vorzustellen, wie die beiden da so sitzen, Geschichten aus ihrer Vergangenheit so hochholen und sich selber so ein bisschen aufs Korn nehmen. Und ich mag es sehr gerne, wenn Menschen auch über sich selbst lachen können und vor allem, wenn auch mal peinliche Geschichten geteilt werden, weil im Endeffekt haben wir doch alle peinliche Momente im Leben. Und das hat mir wirklich den kompletten April so extrem versüßt, dass ich dir wirklich ans Herz legen kann, da mal reinzuhören. Es ist einfach sehr, sehr witzig. Und rein theoretisch kannst du auch einfach, egal mit welcher Folge, starten. Ich bin bei sowas immer, dass ich gerne mit Folge 1 starte, um erstmal zu verstehen, wie funktioniert das eigentlich, worüber reden die, wer sind die eigentlich, wie baut sich das auf. Das musst du aber nicht machen. Du kannst auch einfach mit der neuesten Folge anfangen oder mit irgendeiner, die dich vom Titel her anspricht, ja. Also sehr, sehr witzig, die beiden. Kommen wir jetzt noch zu den drei Filmen, die ich im April geguckt habe. Zum einen habe ich mir endlich Malwida Aristocats angeguckt. Da werde ich schon gleich, spreche schon gleich hier Denglisch irgendwie, ne? Weil ich Ewigkeiten diesen Film nicht geguckt habe und so richtig, richtig doll Lust darauf hatte. Und ich muss sagen, ich liebe den jetzt noch viel mehr als vorher, weil ich habe Aristocats als Kind gar nicht mal so gerne geguckt. Ich fand die Lieder immer ganz cool. Aber irgendwie hatte ich da nicht so den krassen Zugang, wie andere das haben. Ich habe vielleicht Aristocats in meinem Leben 2-3 Mal geguckt. Und jetzt habe ich gedacht, mit fast 31 wird es mal wieder Zeit, Lena. Und ich habe so gelacht, weil ich ganz, ganz viele Szenen jetzt erst so wahrgenommen habe, wie sie von Disney eigentlich auch gemeint sind. Da steckt ja sehr, sehr viel Witz auch drin, gerade auch für die Eltern, die mit den Kindern dann den Film gucken. Ich gucke ohne Kinder den Film, obwohl ich alt genug bin, ein Elternteil sein zu können. Aber ich habe das geguckt und in Aristocats geht es ja um aristokratische Katzen, deswegen Aristocats, was ich ja schon mal witzig finde. Es geht eben um 4 Katzen. Naja, eigentlich geht es um mehr Katzen, aber es geht um Duchesse, das ist die Mutterkatze, und um ihre 3 Kinder, Toulouse, Berlioz und Marie. Und die leben bei einer alten Dame. Diese alte Dame behandelt diese Katzen, als wären sie ihre Babys, ja. So total klischeehaft halt. Sie selber ist eine bekannte, ich glaube, Opernsängerin, hat also Kohle ohne Ende und so
ja, so zieht sie halt auch ihre Katzen groß. Und es ist dann so, dass ihr Finanzberater, mit dem sie vermutlich, sehr vermutlich auch ein paar Mal was hatte, ja, der kommt und sie möchte alles für ihr Erbe regeln, damit ihre Katzen alles von ihr erben. Und wenn die Katzen dann irgendwann nicht mehr sind, dann soll ihr Butler was erben. Und der hört das und findet es gar nicht mal so witzig. Und der sorgt dann dafür, dass diese Katzen ausgesetzt werden. Er will sie, glaube ich, eigentlich umbringen oder aussetzen oder wie auch immer. Keiner weiß es so genau. Schafft das aber nicht so ganz. Und die müssen dann eben zusehen, wie sie vielleicht wieder nach Hause kommen. Dort treffen sie dann auf Thomas O'Malley, einen Straßenkater. Und schon alleine dieses Lied von Thomas O'Malley ist der Knaller. Weil er so von sich selber singt, dass er ein Sunny Boy ist und er guckt dann Duchesse an und die beiden flirten. Das musst du dir mal vorstellen, da sind Katzen, die flirten miteinander. Duchesse guckt dann mit ihren riesigen Klimperaugen diesen Thomas O'Malley an und er ist so, oh, ganz süß. Also du fieberst mit diesen Katzen mit, ja. Und die Katzen, die eben sonst so aristokratisch leben, lernen dann auch mal das Leben auf der Straße kennen. Und das ist so niedlich gemacht. Ja, wahrscheinlich kannte jeder auch schon die Geschichte von Aristocats, aber falls nicht, gern geschehen. Habe ich sie dir jetzt auch mal erzählt, ne? Und dann war ich so im Disney-Fieber, dass ich mir auch noch Der Glöckner von Notre Dame angeschaut habe. Kenne ich in- und auswendig, habe ich locker schon um die... Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, 15 Mal, ich glaube, ich habe den locker 30 Mal geguckt, weil ich den wirklich richtig schön finde. Der ist unter meinen Top 3 Disney-Filmen aller Zeiten. Weil ich die Musik liebe, diese ganze Atmosphäre und auch die Message, die dahinter steht. Der Glöckner von Notre Dame, auch hier brauche ich wahrscheinlich gar nicht so viel zu sagen. Der Glöckner hat eine Missbildung am Rücken und auch im Gesicht und deswegen wird er von seinem Ziehvater, von Frollo, oben im Glockenturm von Notre Dame gehalten und läutet eben die Glocken, spricht damit Wasserspeiern und hat aber nichts vom Leben eigentlich, weil er nicht am Leben teilnehmen darf, weil sein Ziehvater ihn von allem fernhält und ihm immer wieder einredet, dass er total das Monster ist, nur weil er eine Missbildung im Gesicht hat. Und er geht dann aber für einen Tag quasi runter, beziehungsweise für ein paar Stunden, weil dort ein buntes Treiben ist, wo die Leute Masken aufhaben, sich verkleiden und es ist so der kunterbunte Tag. Und dort trifft er auf Esmeralda. Esmeralda ist, wie sie es in dem Kontext sagt, Zigeunerin. Ich weiß, das sagt man nicht mehr, aber dort ist es halt so. Und sie ist dort eben mit ihrer Familie, wenn du so willst, und die treten dort auf. Und... ich will jetzt natürlich auch nicht spoilern, Mensch, für die Leute, die den Glöckner noch nicht kennen. Aber sagen wir es so, sie wird von Frollo genauso scheiße behandelt wie eben Quasimodo, also der Glöckner von Notre Dame. Es ist eine so schöne und tragische Geschichte. Ich lieb's. Die Musik ist einfach, was soll ich sagen, die Musik geht unter die Haut. Ich lieb's. Ich war da richtig into it. Ich saß auf der Couch und dachte mir, warum habe ich das so lange nicht geguckt? Und ja, das waren die beiden Disney-Filme, die ich geguckt habe. Und dann habe ich noch einen Film geschaut, den ich auch schon sehr lange gucken wollte. Den habe ich aber, glaube ich, auf Netflix habe ich den, glaube ich, geguckt. Und zwar, da kommen wir jetzt in eine ganz andere Richtung, thematisch und auch emotional, Meine beste Freundin Anne Frank. Ich hatte ja zu Anfang des Videos schon gesagt, dass ich mit meiner Freundin in Amsterdam war. Und wir waren dann natürlich auch im Anne-Frank-Haus. Und wenn du dich mit der Geschichte wieder mehr beschäftigst, es ist zwar nicht das erste Mal gewesen, dass wir das getan haben, aber dann bist du ja doch sehr intensiv drin. Du wirst total emotional und du möchtest gerne danach, zumindest war es bei mir so, alles wissen, was es darüber irgendwie zu wissen gibt. Also habe ich mich voll in die Recherche gestürzt und bin natürlich auch auf diesen Film gekommen, von dem ich schon einiges gehört habe. Und in diesem Film wird die Freundschaft zwischen Anne Frank und ihrer Freundin Hannah Goslar beschrieben. Und du erfährst, wie die beiden in ihrer Jugend in Amsterdam zusammen ja, agiert haben. Aber du erlebst eben auch, wie die beiden sich dann im Konzentrationslager wieder treffen. Und diese ganze Geschichte ist von vorne bis hinten total tragisch. Du weißt ja dann leider auch, wie es endet. Und ich fand es total spannend, diese ganze Geschichte mal aus der Sicht von einer anderen Person zu sehen. Man kennt ja das Tagebuch der Anne Frank. Es gibt viele Filme darüber, Dokumentation, ganz viele Historiker, die was dazu gesagt haben, ganz viele Interviews ja zum Teil auch mit Otto Frank, mit dem Vater von Anne. Und bei der Geschichte, beziehungsweise bei der Verfilmung muss ich aber sagen, und es ist nicht schön, das zu sagen, aber ich bin hier immer ehrlich und deswegen tue ich es, ich finde, dass Anne Frank dort nicht gerade im besten Licht dargestellt wird und deswegen habe ich den Film auch nicht gerne geguckt, weil ich mich gefragt habe, warum, wenn sie doch so gut befreundet waren und Hannah Goslar lebt übrigens auch noch, warum Anne so
unfassbar unsympathisch dargestellt wird. Kann ja sein, dass sie so war, das weiß ich natürlich nicht, darüber kann ich nicht urteilen, aber ich habe das geguckt und sie war mir einfach unsympathisch. Und zwar fast den ganzen Film über und das fand ich so schade. Nur zum Ende hin wurde es dann, ich sag jetzt mal, was die Sympathie anging und auch das Mitleid anging, wurde es dann besser. Aber ich kann den Film nicht empfehlen. Und das finde ich sehr schade, weil ich gehofft hatte, dass es ein Film ist, der, wie soll ich das jetzt sagen? Das ist halt immer so ein heikles Thema, dass ich immer Angst habe, was Falsches zu sagen und irgendwie damit auf die Füße zu treten. Aber ich hatte gehofft, dass der Film, der klärt schon auf. Also wenn man noch nicht so viel sich mit dem Thema beschäftigt hat, dann sieht man Stück für Stück, wie schrecklich die Zeit des Nationalsozialismus war. Das will ich auch gar nicht irgendwie schmälern oder irgendwas. Trotzdem finde ich, dass Anne Frank nicht gut wegkommt in dem Film. Deswegen hat es mir nicht gefallen. Du kannst ja mal sagen, wenn du den Film schon geguckt hast, wie es bei dir war. Ich habe mit einem Freund von mir darüber gesprochen, dem hat es auch leider gar nicht gefallen. Und das finde ich schade, weil es ein so wichtiges Stück der Geschichte, der Weltgeschichte ist, fand ich nicht so toll. Aber gut. Ich habe mich dann natürlich auch mit Hannah Goslar ein bisschen auseinandergesetzt und habe mir Interviews angeguckt und so weiter und so fort. Und finde die eigentlich ziemlich cool, muss ich sagen. Deswegen weiß ich nicht, wieso die das so gemacht haben. Aber okay. Ja, und das war es tatsächlich mit meinem Hör- und Guckmonat, wie ich es ja immer so schön nenne. Sag mir doch gerne mal, ob du eins oder mehrere der gezeigten Hörbücher oder eben auch Filme oder Serien, Podcasts, was auch immer, selber schon gehört oder gelesen hast. Wenn ja, wie du sie fandest. Und ja, ich würde sagen, ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann, hab es fein. Ciao.